So, hallo zusammen. Ich möchte euch heute dann unterstützen, alleine an eurem Tango zu arbeiten, insbesondere die Führende. Und ihr braucht, um hier bei mir mitzumachen, eine Stange. Erste Aufgabe, sehr einfach. Ich möchte, dass ihr twistet. Und fürs Twisten braucht ihr vom Oberkörper keinerlei Unterstützung. Das könnt ihr alleine mit den Füßen, Adduktoren, Becken bewerkstelligen. Okay, zweite Übung. Becken und Füße sind gut verbunden mit dem Boden. Und ihr nehmt die Stange vor euch und guckt, dass dieses Volumen sich nicht verändert, also nicht kleiner oder größer wird oder irgendwie schief. Ihr rotiert aus der Wirbelsäule. Und ihr merkt auch schon, hier gibt es ein natürliches Limit. So, und mit diesen beiden Prinzipien üben wir ein bisschen. Und zwar möchte ich, dass ihr auf dem rechten Fuß eure Achse habt und dass ihr ungefähr eine Vierteldrehung mit dem Oberkörper macht. So, diese Vorspannung nutzt ihr und rutscht mit dem Becken eine halbe Drehung. Vierteldrehung mit der Stange, halbe Drehung. Ich stehe nur auf dem rechten Fuß. Vierteldrehung, halbe. Vierteldrehung, halbe. Passt auf, dass euch nicht das passiert. Das wäre eine Drehung en bloc. Wir wollen Oberkörper und Unterkörper voneinander trennen, also dissoziieren. Also nochmal, Oberkörper, Unterkörper, Oberkörper, Unterkörper. Ich wechsle mein Standbein, ich stehe jetzt auf dem linken Fuß, der rechte ist entspannt und übe ein Ocho vorwärts nach links. Oberkörper, Unterkörper, Oberkörper, Unterkörper, Viertel, halbe Drehung. Viertel, halbe Drehung. Okay. Nächste Idee. Wir gehen vorwärts. Ich stehe auf dem linken Fuß, ich gehe vorne nach rechts. Und im Beginn des Schrittes rotiert mein Oberkörper. Jetzt stehe ich auf beiden Füßen und habe eine Vordrehung im Oberkörper. Das können wir zu beiden Seiten probieren. Ich wechsle das Bein, ich gehe links vor. Oberkörper rotiert. Und wieder zurück. Rechts vor, Oberkörper geht nach rechts. Links vor, Oberkörper geht nach links. Okay, jetzt machen wir den Ocho. Oberkörper, ich stehe auf dem linken Fuß, rechts vor, Oberkörper geht nach rechts. Wir haben die Energie des Abdrückens und die Energie der Drehung. Oberkörper, Unterkörper. Drück mich wieder links vor, Rotation. Guck, dass ihr mit dem hinteren Fuß bis zuletzt Kontakt habt. Rollt mit dem ganzen Fuß auch bis zum großen Zeh, Oberkörper, Unterkörper, Oberkörper, Unterkörper, Oberkörper und Unterkörper. Eins und zwei. Eins und zwei. Eins und zwei. Eins und zwei. Die Stange soll euch auch helfen, eure Aufrichtung zu behalten, sodass hier an den Seiten kein Einknicken stattfindet. Das soll euch schön aufrichten. Wir probieren es zur anderen Seite. Vordrehung im Oberkörper. Eins und zwei. Eins und zwei. Achtet darauf, dass ihr beim Vorwärtsgehen nicht aus Versehen kreuzt oder zu breit geht. Es ist an einer engen Spur. Der linke Fuß ist links, der rechte rechts. Aber die sind sehr eng beieinander. Oberkörper und Unterkörper. Oberkörper. Eins und zwei. Eins und zwei. Eins und zwei. Eins. Okay. Jetzt spielen wir ein bisschen mit dem Winkel. Jetzt haben wir eine halbe Drehung geübt, jetzt möchte ich, dass ihr eine Dreivierteldrehung versucht. Dreivierteldrehung. Dreivierteldrehung. Okay, und mit ein bisschen Übung könnten wir auch eine ganze Drehung versuchen. Ein bisschen.
Okay. Das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen motivieren. Ich bedanke mich herzlich und wir sehen uns bald zum nächsten Mal. Wenn ihr wollt, könnt ihr Tango Tanzen macht schön mit einer kleinen Spende unterstützen. Oder ihr gebt uns einfach Feedback. Vielen Dank.